Und wer wünscht das Wort? Frau Kiesbach, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Vorgestern fanden der Hamburger Sportgipfel und die Sportgala statt und gestern die Deutschlandpremiere des äußerst beeindruckenden Films Gold, du kannst mehr als du denkst. Unser sportpolitischer Antrag ist also bestens eingebettet in eine hochkarätige Sportwoche. Dem Sport kommt in unserer Stadt in vielen Bereichen und eine Schlüsselrolle zu. Er ist gleichzeitig Gesundheitsfürsorge, Förderer vom Ehrenamt, Integrationsmotor, Hobby und Brückenbauer zwischen verschiedensten Menschen. Er ist vor allem der Breitensport, der diese Aspekte auf sich vereint. Der Breitensport kann gerade in Hamburg auf eine sehr lange Tradition zurückblicken. Gleichzeitig muss er sich aktuell neuen Aufgaben stellen. Man denke da an den flächendeckenden Ausbau der Ganztagsschulen. Der Breitensport ist es aber auch, der von den Rahmenbedingungen, die ihm die Stadt zur Verfügung stellt, sehr abhängig ist. Im Rahmen der Dekadenstrategie Sport hat der Senat sich der Aufgabe angenommen, der Bedeutung des Breitensports Rechnung zu tragen und das Profil von Hamburg als Sportstadt zu schärfen. Auf Seite 2 der Dekadenstrategie steht, in Hamburg soll jede und jeder überall sportaktiv sein, egal in welchem Alter, von welcher Herkunft und ob mit oder ohne körperliche oder geistige Behinderung oder andere Einschränkungen. Wie ich finde, ein hehres Ziel, aber bei der Zielsetzung kann es meines Erachtens nicht bleiben. Ich muss sagen, der Geräuschpegel ist ziemlich groß. Ich weiß gar nicht, hört die Mehrheit hier zu? Ich hoffe, ja. Frau Abgeordnete, den Hinweis nehme ich gerne auf. Meine Damen und Herren, nur Frau Kiesbach redet. Wenn Sie sich untereinander unterhalten wollen, tun es bitte außerhalb des Saals. Frau Kiesbach, fahren Sie fort. Dankeschön. Die Sportförderung, die sich bis vor einigen Jahren aus den Erträgen der Einnahmen aus dem Lottoglücksspiel gespeist hat, wurde 2007 auf stabile Füße gestellt. Um unabhängig von Konjunkturschwankungen den Vereinen und Verbänden Planungssicherheit zu geben, schließt die Stadt seit 2007 parallel zu den Doppelhaushalten mit dem Hamburger Fußball und dem Hamburger Sportverband einen Sportfördervertrag. Angesichts des gesellschaftlichen Nutzens des Sports hat sich dieses Instrument in den Augen der FDP-Fraktion bewährt. Der aktuelle Sportfördervertrag für die Jahre 2013 und 2014 liest sich auf den ersten Blick sehr gut. Nominell sind die Mittel, die dem organisierten Sport zur Verfügung gestellt werden, um knapp 400.000 Euro gestiegen. Es entsteht der Eindruck, der Sport sei besser ausgestattet als in den Jahren 2011 und 2012. Dem Hamburger Sportbund fällt tatsächlich ein Budget von 580.000 Euro zu, das ihm im vorherigen Doppelhaushalt nicht zugeflossen ist. Diese 580.000 Euro wurden aber vorher vom Sportamt verwaltet und sind zweckgebunden. Damit hat lediglich eine Verschiebung der Gelder stattgefunden. Eine Aufstockung bedeutet dies nicht. Insofern trügt hier der Schein. Tatsache ist nämlich, dass das Budget von 500.000 Euro an investiven Mitteln, das ehemalige Sportklimaförderung, gestrichen worden ist. Auf der realen Habenseite stehen also der Wegfall des Konsolidierungsbeitrags in Höhe von 205.000 Euro pro Jahr und die Aufstockung der Mittel für die Leistungsförderung um 80.000 Euro zu. Unterm Strich bedeutet dies aber, die real zur Verfügung stehenden Mittel sind um ca. 200.000 Euro gesunken. Der Sport muss also mit erheblichen Kürzungen leben, damit der Senat anderswo seine teilweise unsinnigen Wahlversprechen einlösen kann. Das ist für die FDP-Fraktion angesichts der hohen gesellschaftlichen Bedeutung des Sports nicht hinnehmbar. Zum 1. Juli 2012 ist der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft getreten.
Er sieht unter anderem vor, dass in Zukunft auf Sportwetten eine Abgabe in Höhe von 5% des Einsatzes geleistet wird. Man schätzt das Volumen aus den bundesweit generierten Einnahmen auf ungefähr 90 Millionen Euro. Von den 90 Millionen Euro erhält Hamburg nach dem Königsteiner Schlüssel dann wohl ca. 2 Millionen Euro. Diese Mittel werden ausschließlich durch den Sport erzeugt und stellen in jeder Hinsicht zusätzliche Gelder dar. Diese hervorragende Chance zur Stärkung der Vereine und Verbände unserer Stadt wollen wir nutzen. Wir fordern die Prüfung einer Beteiligung des gemeinnützigen Sports an den Einnahmen aus der Sportwettenabgabe zusätzlich zu den bisherigen Mitteln aus dem Sportfördervertrag. Mit einer solchen Verwendung würde man der Stagnation in der Sportförderung in Hamburg entgegenwirken. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich am 14. Juni 2012 dafür ausgesprochen, unter Berücksichtigung der länderspezifischen Besonderheiten einen Teil der staatlichen Einnahmen aus Glücksspielen für Zwecke der Förderung des Sports zu verwenden. In Hessen beispielsweise wurde eine Beteiligung des Sports an den Einnahmen aus der Sportwettenabgabe bereits realisiert. Der Hamburger Sport und der Hamburger Fußballverband haben sich Anfang Februar schriftlich an den ersten Bürgermeister gewandt und ihn gebeten, sich für die Verwendung der Mittel für die Sportförderung einzusetzen. Unser Vorschlag, den wir einer Prüfung durch den Senat mit auf den Weg geben möchten, ist die Einrichtung eines Sportförderfonds. Dieser soll in einer Höhe von mindestens 25% der Einnahmen, also voraussichtlich ungefähr 500.000 Euro, eingerichtet werden. Die gemeinnützigen Sportvereine in Hamburg wären dann für Gelder aus diesem Fonds für verschiedene kleine und mittelgroße Projekte antragsberechtigt. Auf diese Weise könnte vor allem in der Arbeit vor Ort einiges bewegt werden. Meine Damen und Herren, ein solcher Ausbau der Sportförderung in unserer Stadt ist vor dem Hintergrund des wachsenden Selbstverständnisses Hamburgs als Metropole des Sports ein logischer Schritt. Das Ende der Stagnation in der Sportförderung sollte uns diesen Schritt wert sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.